So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets am Montag, den 4. Oktober 2021. Ich schaue mal ganz kurz hier, ob alles sauber übertragen wird, aber das sieht soweit ganz gut aus. Hier kommt alles an. Hier kommt alles an. Sehr schön. Ja, sollte sich das ändern, dann lasse man mich das bitte gerne in der Chatbox wissen. Also, wir wollen einen Blick auf die Märkte uns gönnen natürlich und wollen hier eine Einschätzung liefern, wo wir aktuell eben stehen. Interessante Vorgaben, ehrlich gesagt, nachdem wir am Freitag doch verhältnismäßig stark aus der Handelswoche uns verabschiedet haben. Dahingehend überraschend, weil ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass es nochmal einen Test der 15.000er Region gibt im DAX. Und ja, nunmehr ist es eben so, wir bekommen zwar diesen Test zu sehen, dann allerdings einen relativ scharfen Bounce. Jetzt rollen wir doch nochmal über. Also wir sind gerade so ein bisschen in einer, in Anführungsstrichen, Findungsphase. Wahrscheinlich so könnte man das am besten zusammenfassen. Persönlich muss ich gestehen, ich denke, Key Level im S&P wird heute wahrscheinlich der Bereich um 4.350, 355 sein. Wenn wir diesen Bereich auf Schlusskursbasis halten können, beziehungsweise vielleicht sogar die Hochs von Freitag rausnehmen können, da werfen wir gleich einen Blick drauf. Ich glaube, dann sind wir zunächst einmal für die nächsten Wochen eventuell potenziell off the races. Also das könnte durchaus dann der Wegbereiter für einen, ja, günstigen Kursverlauf in den kommenden Wochen eben sein. Kommende Woche deswegen auch, weil dann in der zweiten Hälfte des Monats Oktober eben die Earnings Season der Big Tech Names in Anführungsstrichen eben ansteht. Also das heißt, die großen der Wall Street, Amazon, Apple, Google, Facebook und Co. berichten eben entsprechend. Erwartungshaltung dürfte verhältnismäßig hoch sein. Wir haben übers Wochenende Tesla Delivery Numbers bekommen. Also das heißt, wie viele Autos ausgeliefert worden sind. Tesla ist jetzt zwar kein Big Tech Name, aber doch ausreichend, um wahrscheinlich auch Privatanlegerbereich hauptsächlich, sicherlich dann an der Stelle eben durchaus einen Namen zu haben. Und die Erwartungshaltung hier dürfte nach den Delivery Numbers verhältnismäßig gut sein. Mal gucken, Gap Up vielleicht, kleiner Pull-in und dann ebenfalls ein Crushing Earnings Report. Vielleicht gibt es dann in diese Earnings hinein, nachdem wir in die positiv reinlaufen, also eine gute Earnings Season erwarten, einen kurzen Flush und dann entsprechend den Kick auf der Oberseite, vielleicht dann Stichwort Jahresendrallye. Wie gesagt, müssen wir mal schauen. Wir gucken uns das gleich mal an. Technisch auf jeden Fall die Gegebenheiten ziemlich interessant, auch für den DAX übrigens dann. Also zurückkommt auf den und auf unsere Gefilde hier in Anführungsstrichen mit dem Test der 200-Tage-Linie, der da letztwöchig stattgefunden hat, die jetzt eventuell gehalten werden kann, die im Bereich um 15.000 verläuft. Also das könnte vielleicht auch so ein Anführungsstrichen Sprungbrett, könnte man es vielleicht bezeichnen, auf der Oberseite und dann eben entsprechend diese Jahresendrallye einleiten. Parallel dazu natürlich, wir werfen einen Blick auf die diversen Einzeltitel, auch Moderna vielleicht ein ganz interessanter Titel, auch da eine ganz interessante Konstellation. Am Freitag ist über den Ticker gelaufen, dass jetzt der Merck wohl ein Medikament in der Pipeline hat gegen Covid. Könnte dahingehend ein Game Changer sein, weil das natürlich, oder Game Changer, ja, mal gucken, weil es natürlich dahingehend brisant ist, weil natürlich die Impfstoffhersteller BioNTech oder Pfizer, beziehungsweise Moderna oder auch dann die anderen Kandidaten, Novavax oder auch Valneva zum Beispiel. Das sind dann durchaus eben Aktien, die dort in diesem Zusammenhang stärker unter Druck geraten sind. Wie nachhaltig das ist, wie gesagt, da müssen wir mal abwarten, denn davon bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also die Testgruppe, auf die sich wohl hier Merck bezieht, ich hatte da nämlich mit einem Pharmazeuten am Freitagabend noch darüber gesprochen, beim Sport. Man unterhält sich ja so ein bisschen über die Themen und der sagte, also er ist ein bisschen überrascht gewesen, ehrlich gesagt. Also hat auch die Aktienkursentwicklung so ein bisschen auf dem Schirm und sagte, er fand die Reaktion recht heftig vor dem Hintergrund, dass es sich eigentlich um eine verhältnismäßig kleine Testgruppe wohl handelt bei diesem Medikament gegen Covid-19. Und findet das überraschend, dass das so viel Wind aufwirbelt oder Staub aufwirbelt. Also. Und wie gesagt, aber wir blicken mal drauf. Moderna dennoch aus rein technischer Perspektive ebenfalls ein ganz interessanter Kandidat. Bitcoin werfen natürlich einen Blick drauf. Gold werfen auch noch einen Blick drauf. Rausgehen von den jüngsten Entwicklungen am Zinsmarkt. Also ihr seht, die Agenda ist prall gefüllt und wir wollen gar nicht weiter jetzt einleiten, sondern hier ganz offiziell starten mit dem Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading wirkt für einen, kann aber auch gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich mit diesem nicht nur vertraut, sondern entscheidet auch, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de. Dort findet ihr auch die komplette Produktpalette von Markets, nicht nur Devisen, CFDs, sondern beispielsweise eben da auch physische Aktien oder auch ETFs zum Beispiel für längerfristige Investmentideen, die man plant umzusetzen. Stichwort Multi-Asset Brokerage, was dort angeboten wird. Für weitere darüber hinausgehende Fragen gerne der Elena eine Mail schicken. Schickt gerne mir eine Mail, entweder oder.
wendet euch über das Forum auf meiner Webseite jk-trading.com/forum an mich mit euren Fragen rund um die Märkte oder Wunschmärkten, die ihr gerne betrachtet sehen wollt. Stellt die gerne hier live im Event oder wenn ihr euch die Aufzeichnung auf YouTube anschaut, wie gesagt, dann gerne unterhalb dieses Videos. Auch die Fragen, Twitter könnt ihr mich auch kontaktieren, also diverse Möglichkeiten miteinander in Kontakt zu treten und zack, so, da geht es jetzt einmal in die MarketsX Handelsplattform. Jetzt mal gucken, ob die Tiefs gehalten werden können. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, denn die Bewegung hier, die war schon verhältnismäßig stark, aber dass wir keine neuen Tageshochs markieren können, ja, das ist nicht unbedingt jetzt wiederum das positivste Signal. Ich bin jetzt mal gespannt. Also wie gesagt, Findungsphase, glaube ich, trifft es ganz gut. Das eine Stunde. Also von einer halben, dreiviertel Stunde hätte ich hier auch tatsächlich einen sehr, sehr positiven Verlauf eben tatsächlich gesehen. Das hat sich jetzt wieder dahingehend geändert, weil eben dieser kurze Gegenbewegungsimpuls gegen die 15.000er-Region wieder abverkauft wird. Bevor ich weiterspreche, die Frage wird eventuell aufkommen, MarketsX, schreibe ich mal ganz kurz hier rein, MarketsX, die Handelsplattform. Besonders jetzt auch von Interesse natürlich mit der anstehenden Earnings Season, wenn ihr dann gleich einen Überblick über die jeweiligen Releases haben wollt und dergleichen, wie auch die Analysteneinschätzungen sind. Da gucke ich mal ganz kurz hier, wo ist er denn? So, da ist der Link einmal für eine Demo. So, und also wir blicken zunächst einmal auf den DAX, dann in den S&P und dann machen wir den Switch rüber zum Einzeltitelbereich. Wie gesagt, Tesla, Moderna, das sind durchaus interessante Kandidaten, besonders Tesla ausgehend von den Delivery Numbers. Das ganz kurz als Orientierung. Also, zunächst einmal, was mich überrascht derzeit ist, wie schwach wir in die Handelswoche starten. Also wir haben einen verhältnismäßig schwachen Verlauf gehabt am Freitag mit einer Attacke und auch einem kurzen Flush unter hier die 15.000er Marke, relativ zügig direkt nach der Markteröffnung. Das sah gar nicht gut aus, sah überhaupt gar nicht gut aus, ehrlich gesagt. Und ich hatte mich schon mental darauf vorbereitet, dass das jetzt ein ziemlich roter Start in den Monat, ins vierte Quartal eben wird. Das hat auch damit zu tun, dann gucken wir mal hier unten auf den Chart, das ist ein Tageschart und das, was ihr hier eingeblendet seht, das ist die 200-Tage-Linie. Das hat auch damit zu tun, weil wir eben hier in einen technischen Schlüsselbereich eben tatsächlich laufen und in Verbindung mit dem sich jetzt etablierenden Bias, anziehende Zinsen beispielsweise oder ganz besonders, nicht nur insbesondere anziehende Zinsen durch die anstehende Inflationserwartung, ist es eben so, dass wir in dieser Konstellation jetzt beginnen, global makrotechnisch entsprechend hier potenziellen Abgabedruck sich auch aus dieser Perspektive auf den Markt, über den Markt ergießen zu sehen, in Verbindung mit dann eben auch entsprechend dem restriktiveren geldpolitischen Kurs, der seitens der Fed erwartet werden muss oder darf nach der letzten Zinssitzung und entsprechend hier der Ankündigung, dass es eben ab November, / dann Dezember, eine Reduktion der Anleiheaufkäufe gibt, die dann ja resultierte in auch Zinsanhebungsspekulationen wiederum in der zweiten Jahreshälfte 2022 seitens des Marktes ganz besonders und auch ausgehend von dem, wie sich halt der Dotplot dann begonnen hat zu verändern, im Laufe der letzten Meetings eben seit März diesen Jahres. Und gut, also lange Rede, kurzer Sinn, technisches Key-Level in dieser Konstellation, aber der S&P hat uns an der Stelle gerettet. Ja? Der hat uns wirklich gerettet. Wir haben, ich mache den mal ganz kurz hier auf, wir haben am Freitag einen unglaublich starken Wochenschluss gesehen. So, und zwar können wir das hier erkennen. Das war der Wall Street-Verlauf. Wir kommen zwar mit leichten Abschlägen rein und das sah schon mal nicht so gut aus, aber wir konnten dann eben hier den Bereich um 4.290 konnten wir halten. Wir haben ein höheres Tief ausgebildet, also das war jetzt natürlich im Übernachthandel, aber wir haben ein höheres Tief eben hier ausbilden können und haben dann wirklich eine nahezu V-Korrektur eben zu sehen bekommen. Der S&P, der ist hier 80 Punkte, also das heißt, oder wenn wir jetzt den Spider nehmen, zum Beispiel 8, 9 Punkte waren es in dem, das ist der ETF auf den S&P 500, ist der eben hier angezogen. Das war mega, mega stark. Und auch die Reaktionen, die wir hier zu sehen bekommen haben. Wir wollen das mal ganz kurz vielleicht auch einordnen. Also jetzt würde sich vielleicht der eine oder andere die Frage stellen, hätte man das traden können? Ich denke schon, denn diese Konstellation, so, die wir hier zu sehen bekommen haben, hat sich hier technisch auch schon abgezeichnet. Also das ist jetzt ein 30-Minuten-Chart, da kann man das noch ein bisschen klarer erkennen, deswegen habe ich den jetzt hier auf 30-Minuten-Basis eingeblendet. Also wir sehen hier dieses Legdown und dann sehen wir, dass sich eine ganz saubere sogenannte Flagge herausbildet. Also man kennt das aus der klassischen technischen Analyse, eine bärische Flagge. Und die ist dann aufgelöst worden. Wir sind nahezu fast punktgenau hier im projizierten Kursziel gehandelt worden auf der Unterseite, wie ihr erkennen könnt.
Also punktgenau dieses Ziel abgelaufen. Wenn du, also das ist ein projiziertes Kursziel, das ist die klassische Herangehensweise, wenn du mit solchen Flaggen beispielsweise arbeitest, und das war wirklich ganz sauber. Das war wirklich, also Bilderbuch. Wenn du jetzt ein Tradingbuch schreiben würdest zum Thema technische Analyse, dann wäre das hier so ein Paradebeispiel. Jetzt ist allerdings die Sache die, ja gut, du hast jetzt zwar hier dieses Short-Szenario, aber wieso zeichnet sich denn an in dieser Konstellation, wieso zeichnet sich denn dann so ein potenzielles V hier ab, und warum ist das als stark zu interpretieren? Weil wir an der Stelle eben ein höheres Tief sich ausbilden sehen, kurz, und das ist ja ein Move, also wir haben hier einen Übernachthandel unter verhältnismäßig dünnen Volumen läuft, beziehungsweise wo ja der Impulsgeber oder der eigentlich in Anführungsstrichen Referenzmarkt vielleicht sich im europäischen Umfeld eben wiederfindet. Wir haben bereits in der Vorbörse hier auf der Unterseite gesehen, dass wir diesen Bereich haben, das war ja relativ früh tatsächlich schon, dass wir eben eine recht starke Reaktion dann im DAX zum Beispiel gesehen haben. Und wir sehen zunächst allerdings erstmal nur scharfen Pull zurück, also einen scharfen Pop auf der Oberseite, kippen dann nochmal ein unter erhöhtem Volumen, aber sehen dann eben hier gegen diesen Bereich Nachfrage reinkommen. Und als wir eben sehen können, und das hat sich dann ja auch in der Vorbörse schon herauskristallisiert gehabt, also das ist die Region eigentlich ausgehend, von welcher diese scharfe Aufwärtsbewegung hier gestartet wurde. Also im europäischen Handel getragen, aber wo dann auch im Übernachthandel dann im S&P eben Nachfrage reinkam. Wir haben fast punktgenau in diesen Gefilden um 4,92 haben wir eben einen Halt gefunden. Kurz nach eben der Markteröffnung. Wir machen ein neues Tief. Und als wir dann den Schluss zu sehen bekommen, oberhalb von 4.300, allerspätestens hier, oberhalb von 4.330, da haben wir eigentlich ein klares Signal, dass da keine tieferen Tiefs mehr folgen. Und dann ist eigentlich auch noch genug Fleisch am Knochen, in Anführungsstrichen, um dann hier eine entsprechende Welle zu fahren. Das weißt du natürlich nicht vorher, aber nichtsdestotrotz, also du kommst hier auch mit verhältnismäßig kleinem Risiko, würde ich jetzt mal behaupten, kommst du rein. Wenn du diese Konsolidierung hier siehst, hier oben auf der 5-Minuten-Ebene, recht enge Konsolidierung. Wir können nicht deutlich oder fallen nicht deutlich zurück unter die 4.300 an der Stelle, 330 ist es. Diesen Bereich, du kommst hier mit einem recht kleinen Risiko von 6, 7 Punkten, kommst du in den Trade rein. Vielleicht, wenn du den direkten Breakout tradest, dann sind vielleicht 10 Punkte diese Konsolidierung, und siehst dann eben dann in den Abend hinein diesen Schub auf der Oberseite und hältst die Position im Grunde genommen in Erwartung eines bullischen Closes, weil eben hier diese Konstellation sich verhältnismäßig stark dargestellt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war sehr stark, was wir hier zu sehen bekommen haben. Und wir haben dadurch jetzt auch entsprechend für den Wochenschluss haben wir eigentlich eine Inflection, die sich hier herauskristallisiert. Das ist nämlich der Bereich um diese Hochs von Freitag. Also 3,75 ist es ungefähr, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit tiefer, diese Region hier. Das ist ungefähr 4.000. Ich mache die mal raus, nicht, dass es zu viele Linien gibt hier und so. Das ist so der Bereich 4.350. Also wir sehen jetzt hier erstmal im Übernachtern, das ist die Gegenbewegung jetzt im asiatischen Handel gewesen, beziehungsweise jetzt der Versuch innerhalb dieser Gegenbewegung eben im europäischen Handel die 3,50 zurückzuerobern. Wir werden sehen, ob wir oberhalb dieses Levels in die eben hier reinlaufen in den US-Handel heute. Also das ist für uns die Inflection in Anführungsstrichen. Wenn es jetzt gelingen sollte, seitens des DAXs dann, um dann auf den zurückzukommen, die 15.000 zu halten und nochmal einen Versuch zu starten, vielleicht sogar im Bereich um 15.200 Punkten dann. Das wäre allerdings schon eine recht starke Gegenbewegung, ehrlich gesagt, ausgehend von der jetzigen Kurskonstellation. Aber sollte das gelingen, dann wäre damit zu rechnen, dass wir im Bereich um, eventuell sogar oberhalb von 4.350 Punkten im S&P heute Nachmittag eröffnen. Und wenn das gelingt, wenn wir in diesem Bereich oberhalb eröffnen und dann auch entsprechend Bullishness reinkommt zur Eröffnung um 15:30 Uhr, wir über 4.375 laufen und oberhalb von 4.375 schließen, dann ist das potenziellen Signal, welches wiederum übergeordnet zeigt, hier ist jetzt der Boden drin. Und dann, ja, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir in den kommenden Wochen vielleicht sogar bis in Gefilde um 4.450, vielleicht sogar 4.500 nochmal laufen und dann einfach mit der Earnings Season eben den nächsten Impuls abwarten. Könnte durchaus sein, dass dann eben in diesem Zusammenhang für den S&P zu so einem Buy the Rumor, Sell the Facts kommt. Also nochmal, Delivery Numbers von Tesla beispielsweise waren schon sehr, sehr imposant. Wir haben auch eine verhältnismäßig optimistische Erwartungshaltung im Zusammenhang mit dem Big Tech-Bereich, also Fangman, ne, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia. Das sind verhältnismäßig starke Erwartungen, die wir einfach haben. Und infolgedessen könnte es durchaus sein, dass wir in diese eben diese bullische Drift zu sehen bekommen.
Nochmal, technische Vorgaben sind, wir müssen oberhalb von 4,375 an der Stelle schließen. Dann könnten wir für die nächsten Wochen das durchaus erwarten. Ja, und dann werden wir halt sehen, ob wir die 4,5 rückerobern können oder erstmal gegen diesen Bereich überrollen, kurzen Flush sehen. Aber selbst wenn wir den Flush zu sehen bekommen, wird das Chance-Risiko-Verhältnis technisch eventuell dahingehend attraktiver, dass, wenn das übergeordnete Bild in Anführungsstrichen freundlich bleibt oder der Markt mit dieser Reduktion, der sich abzeichnet, Taper seitens der Fed, eben sich gut arrangieren kann, so möchte ich es mal nennen. Könnte es dennoch sein, dass wir dann eben entsprechend die Jahresendrallye sich daran anschließt, an so einen kurzen Flushout in den Monatsschluss hinein und wir dann eben in Richtung und auf neue Allzeithochs im S&P eben laufen. Was dann, jetzt kommen wir zurück, was dann natürlich auch entsprechend positive Vorgaben für den DAX vielleicht nach sich ziehen könnte. Also sprich, dann der würde sich natürlich sehr wahrscheinlich sehr ähnlich dann in diesem Zusammenhang präsentieren, hat seine eigene technische Level natürlich. Hier einmal auf der Unterseite dieser grünfarbene Kasten, ist ein bisschen höher, es ist nicht ganz die 15.000er-Region, aber ich würde mal sagen, ausgehend von der aktuellen Erratik macht es vielleicht Sinn, mit diesem runden Level eben tatsächlich zu arbeiten. Also können wir diesen Bereich halten, wie gesagt, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, vielleicht nicht nur halten, sondern vielleicht dann auch jetzt hier nach diesem kurzen Überrollen zurück in Richtung und über den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis laufen, also uns oberhalb von 15.100 Punkten eben halten. Wenn das gelingen sollte, dann wäre der Weg erstmal frei. Also dann wären sicherlich die Bullen an der Wall Street gefordert, aber dann könnte ich mir ausgehend von der sehr starken Vorstellung im letzten Wochenschluss hier, könnte ich mir vorstellen, dass wir eben in dieser Konstellation diesen Bereich rausnehmen und wie gesagt dann dieses eher bullische Szenario zu sehen bekommen. Ad acta zu legen wäre das, wenn wir jetzt im europäischen Handel eben diesen Flushout auf der Unterseite sehen, unter die 15.000. Wobei auch natürlich gilt, dass man hier so ein bisschen dahingehend darauf achten sollte, reagiert denn der US-Markt darauf überhaupt? Also es kann durchaus sein, das dünne Umfeld hier im Hinblick auf den DAX beispielsweise, es ist möglich, dass wir hier diesen Push zwar auf der Unterseite zu sehen bekommen, aber der vom US-Markt nicht nachgezogen würde, was wiederum wieder ein Indiz wäre, dass wir uns eher hier bullisch wahrscheinlich präsentieren dürften. Ja, ich wundere mich gerade, warum denn hier der Stundenchart so komisch aussieht, aber der sieht deswegen so komisch aus, weil nicht die Stunde ist. So. Bedeutet, konkret gesprochen, 15.000er Level ist das Key Level. Wenn das bricht, sehen wir es hier im übergeordneten Chart, dann ist nicht nur kurzfristig erstmal mit einem weiteren Abverkauf. Ich hatte das heute früh bei Twitter kurz geschrieben. Ich hatte gesagt 14,57, 14,8 ungefähr. Vielleicht wird sogar dann der Weg frei für noch eine tiefere Korrekturbewegung, die uns in Richtung hier der 14.000er Region dann führt. Also ich hatte es, glaube ich, rund gesprochen mit 14.000. Vielleicht gibt es sogar einen kurzen Push unter dieses Level. Ehemalige Hochs, das ist dann wiederum natürlich ein interessanter Bereich, zumindest mal für einen kurzfristigen Bounce. Also davon auszugehen, dass wir dann eine Gegenbewegung gegen diesen Bereich einleiten. Aber nochmal, solange dieser Bereich gehalten werden kann und vielleicht es sogar hier in dieser Konstellation gelingt dann, dass wir eine Rückeroberung der 15.300er Marke sehen, korrespondierend mit dem Tagesschluss im S&P oberhalb von 4.275, wäre das vielleicht dann auch dann ein mögliches Bodenbildungsszenario, was eben eine Gegenbewegung einleitet, die uns zügig zurück in Richtung hier da oben, der Bereich 15,7 und höher, beziehungsweise darüber dann so in Richtung der Allzeithochs, Richtung 16.000 Punkte eben führen. Ja, wie gesagt, also aktuell, wie gesagt, wir sind an so einer Schlüsselstelle. Also Mad Voter Investing schreibt, du bist aber optimistisch für den DAX. Wie gesagt, vieles hängt davon jetzt ab, ob wir die 15 halten oder nicht. Also das heißt, das ist das, was ich zu Beginn meinte. Wir finden uns jetzt hier in so einem, wir sind in so einer Findungsphase. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut übertragen. Dass wir hier haben jetzt den EMA 50 nicht halten können, hätte ich erstens so nicht erwartet. Das möchte ich ganz kurz sagen. Also ich habe den als Orientierung ja für den Intraday-Vorteil im Falle des DAXes. Und wenn wir uns unterhalb des EMA 50 derart stabilisieren können, bedeutet das für mich, es ist eigentlich ein klarer Vorteil auf der Short-Seite. Und wenn wir den zurückerobern, dann sind wir meistens auf der Unterseite schon fertig. Also es sieht danach aus, als wenn wir wirklich fertig sind und tiefere Tiefs bis jetzt kein Thema sind. Aber nichtsdestotrotz, die Gefahr, solange wir unterhalb des EMA 50 jetzt dennoch verweilen, nachdem wir jetzt hier wieder runtergerollt sind, ist weiterhin auf jeden Fall gegeben. Also es überrascht mich, dass wir nochmal diesen Drop hier zu sehen bekommen haben. Aber es unterstreicht dann eben diesen Preis oder diesen Findungsbereich, in dem wir uns einfach darstellen, wo wir ein ganz klares Level haben. Sobald wir unter die 15 fallen, sobald wir hier die 200-Tage-Linie brechen würden, würde auch übergeordnet ein klares bärisches Signal generiert, kriegen wir sogar einen Tagesschluss drunter. Ich glaube, dann ist mit diesem bullischen Szenario erstmal Essig und dann glaube ich, dann haben wir auch für die kommenden Tage eher noch Abgabedruck zu erwarten. Hauptfokus, wie gesagt, liegt aber heute Nachmittag wahrscheinlich ganz klar auf dem S&P.
So, das wär's für den DAX an der Stelle gewesen. S&P haben wir auch größtenteils dann schon abgefrühstückt. Wie gesagt, die technischen Level. 4,375 nach oben, beziehungsweise zunächst einmal 4,350. Genau. Und das führt uns dann tatsächlich zu den Einzeltiteln. Zunächst einmal Tesla, da ganz kurz einen Blick drauf. Wie gesagt, Delivery Numbers waren sehr gut, sehr, sehr stark. Implizieren an der Stelle, dass wir Crushing Earnings in Anführungsstrichen erwarten sollten. Also das heißt, dort, 29, ich glaube 29. war der Tag, ne? Tesla, einen Augenblick, Tesla Earnings Date. 29. Ich erinnere ich das richtig? Earnings Report, Tesla, Seite der Website, Nasdaq. Na, wo sind wir denn? Oh, Verzeihung. Eine Woche zurück. 20. Oktober. Ich sehe gerade hier. Bilanzstichtag. Tesla, 20. Oktober. Das heißt also schon übermorgen in 2 Wochen. Also übermorgen ist Mittwoch. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Das ist die Webseite. Tesla Bilanzstichtag. Hier. Also Link dazu, den stelle ich gleich einmal hier jetzt in die Chatbox rein, beziehungsweise dann auch Tesla Earnings unterhalb des Videos. Da kann man sich das nochmal en Detail anschauen. Oh. Twitch hat nicht funktioniert. Einen Moment. Machen wir es hier mal kurz. Tesla. Zack. So. Ja, also 20. Wie gesagt, Crushing Earnings vielleicht voraus. Also die werden auch schon verhältnismäßig stark erwartet. Man kann das hier sehen an dieser Stelle. Da ist entsprechend die Erwartungshaltung, die kommuniziert wird. Also EPS-Konsensprognose für das Quartal liegt bei 93 Cent hier. So. Also EPS lag im Vorjahr bei 27. Diese Erwartungshaltung, die wurde kontinuierlich eingepreist. Also das heißt, das, was wir hier an Wachstum sehen, also das ist jetzt nur der EPS gewesen, Revenue und dergleichen, findet man alles entsprechend hier aufbereitet auf der Unterseite. Das, was jetzt in diesem Zusammenhang offenbar wird, ist, dass diese kontinuierlich nach oben adjustiert wird, trotz auch der entsprechenden Semiconductor Shortage und dergleichen. Also Tesla hat weiterhin ein unglaublich starkes Wachstumspotenzial, was seitens der Street gesehen wird. Und passt jetzt, das ist genau nämlich jetzt der Punkt. Wir bewegen uns jetzt entsprechend mit den Earnings, die veröffentlicht werden, in Richtung dessen an, was im letzten Jahr hier schon an Wachstumsausblick eingepreist wurde. Das heißt, die Konsolidierung, die jetzt hier gerade stattfindet, in Verbindung mit den Zahlen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Annähern der Zahlen an das, was der Markt eben hier bereits erwartet hat. Und nunmehr ist es dann so, dass diese Konsolidierung früher oder später wahrscheinlich beginnen dürfte, zum Ende zu kommen. Und dann entsprechend ein nächstes bullisches Leg-up sich entsprechend anschließen dürfte. Die Sache ist jetzt jene, aus diesen Zahlen, die natürlich jetzt sehr, sehr stark sind, diese Delivery Numbers. Wir sind jetzt ja schon in den letzten Monaten verhältnismäßig stark gelaufen auf der Oberseite. Im Bereich um 800 sind wir nochmal angelaufen. Die Sache ist nun jene, vielleicht gibt es ein kurzes Gap-up auf diese Earnings, aber dann ein Sell-the-News-Event. Also das heißt, wir gappen ab, wir kommen jetzt auf diese positiven Earnings bullisch rein. Vielleicht gappen wir sogar oberhalb, ich gucke mal ganz kurz, dieses Bereich, den wir hier ausgebildet haben. Das ist ungefähr die 800er-Region. Ich gucke mal ganz kurz Folgendes. Können wir mal kurz einen Blick werfen? Ja, wir gappen knapp unterhalb. Knapp unterhalb. Sehen wir es? Also das ist die Vorbörse, die wir uns hier angucken. Und da sehen wir es schon. Also da kommt das Gap ab. Das ist jetzt nicht so überraschend. Wir gappen in dem Bereich um die Hochs von letzter Woche oder Quartalsschluss ungefähr in diesem Bereich. Das ist ein Key Level auf der Oberseite. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir auf diese Delivery Numbers vielleicht einen relativ starken Opening Drive zu sehen bekommen. Also sprich, dass eben an der Stelle oberhalb von 97 wir in Tesla über die 800 laufen, vielleicht im Bereich um 800, weil es ein psychologisch relevanter Bereich ist, vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Sollten wir da drüber laufen, über die 800, wäre vielleicht auch denkbar, dass wir vielleicht bis 810, 820 vielleicht laufen. Viel mehr muss ich allerdings gestehen, vor den Earnings
scheint schwierig an Potenzial zu sehen. Also es könnte durchaus mal so ein kurzer Pop sein, der hier an der Stelle dann auch so ein Chasing nach sich zieht, so ein FOMO-Moment, so Fear of Missing Out, ich habe Angst, was zu verpassen, und dann eben den einen oder anderen Marktteilnehmer jetzt hier in den Trade reinsackt im übertragenen Sinne. Und dass wir dann auf solch einen Drive zunächst einen Rollover zu sehen bekommen und erstmal eine Korrekturbewegung einleiten. Also Pop überrollen, also über die 800, Pop überrollen und dann, sofern der Trader-Gott es gut mit uns meint, chancenrisikoverhältnistechnisch, sehen wir vielleicht nochmal einen Rücksetzer in Richtung der 750er-Region. Und wenn wir diesen Bereich dann hier, diese Trendlinie, die untere Trendkanalbegrenzung in dem Fall halten können, wäre das chancenrisikoverhältnistechnisch, glaube ich, ganz attraktiv, sich long zu positionieren in Erwartung, dass es dann in den kommenden Wochen zunächst einmal zu einer weiteren Fortschreibung dieser Sequenz, vorausgesetzt natürlich das übergeordnete Marktumfeld bleibt bullisch und dergleichen, beziehungsweise freundlich und es gibt keine massive Eintrübung, Inflationssorgen, die anziehen, Zinsen, die spiken und was weiß ich nicht, was noch alles kommt, irgendwelche externen deflationären Schocks und so weiter. Sollte sich das alles einigermaßen ruhig weiter präsentieren, dann haben wir in dieser Konstellation eben aus diesen Gefilden eventuell erwartend, dass es einen Drift in Richtung oder einen Lauf über die 800er Marke gibt und dass es dann im ersten Quartal 2022 hier, ob jetzt Januar, Februar, März, keine Ahnung, aber tatsächlich zu einem Push auf neue Allzeithochs kommt. Besonders wenn sich dann weitere Quartalszahlen eben, weil es genau dann auch so in dieses insgesamt sehr stark wachstumslastige Umfeld eben mit einfügen. Ja, und das ist eben, ja, das ist der Ausblick für Tesla an der Stelle. Also das heißt, das, was die Delivery Numbers geliefert haben, ist erstmal zunächst sehr positiv. Wie gesagt, Gap Up zeichnet sich ab, wenn es dann hier zu einem, zu einem Drive über die 790 kommt, vielleicht auch jetzt schon in der Vorbörse, müssen wir mal abwarten, dann ist denkbar, dass wir heute über 800 laufen, vielleicht sogar bis 820 uns eben bewegen, dann sehen wir alle schon relativ starke Extension auf der Oberseite. Vielleicht, sobald sich dann ein Rollover eben zeigt, könnte vielleicht der ein oder andere auch aggressive Trader vielleicht einen kurzfristigen Short Trade initiieren, den man allerdings eher aggressiv traden sollte. Also aggressiv traden sollte bedeutet an der Stelle nicht zu große Positionsgröße, sondern aggressiv im Hinblick auf das Stop-Management, den man dann entsprechend nachzieht, weil es einfach sehr stark ist, was Tesla hier präsentiert. Also es ist wirklich, wirklich mega, mega stark, wie sich jetzt gerade hier entsprechend die Vorgaben auch aus der Berichtssaison eben darstellen und Delivery Numbers. Und wie gesagt, ist davon eher auszugehen, dass diese Wachstumsstory zeitnah sich weiter fortsetzt und dass wir eher einen Push auf neue Allzeithochs zu sehen bekommen als den großen Crash. Und das trotz dieses auch derzeit anziehenden Inflationsausblickes. Ja, also das ist etwas, das sollte man an der Stelle auch nicht unterschlagen. Also das war ja im übertragenen Sinne die Bet, der Trade, den Mike Burry auf den Weg gebracht hatte. Er ist gar nicht mal so sehr auf eben, glaube ich, das Geschäft mit der Tesla gegangen, als vielmehr eben auf das global makroökonomische Bild, wo Tesla einfach einen mega Hype gesehen hat. Und der aktuelle Spike in Zinsen, selbst der, stellt sich verhältnismäßig dünn dar. Und selbst trotz dieses anziehenden Zinsen und des Anstiegs der Zinsen eben über 1,5% ist nicht in der Lage, hier einen stärkeren Abgabeimpuls ähnlich dem auf den Weg zu bringen, wie wir ihn hier im März zum Beispiel zu sehen bekommen haben. Oder das Top-Out dann im Februar. Und das ist durchaus etwas, das sollte man eben dann auch klar wahrnehmen und dann auch entsprechend eher als bullisches Zeichen, als konträr bärisches eben interpretieren. Und wie gesagt, demnach bin ich, soweit sich das Bild weiter so darstellt und auch solange wir oberhalb von $700 eigentlich in der Aktie handeln, sind wir in dem Zusammenhang eigentlich weiter long. Übrigens, da fällt mir gerade was ein. Kurzen Augenblick. Ich kann mal ganz kurz was zeigen. Das war letzte Woche. Ich habe da ein lustiges GIF gesehen mit Frau Pelosi. Ich habe es als Spaß geschrieben, aber nichtsdestotrotz, das scheint sich so herauszukristallisieren. Das von letzter Woche Donnerstag. Ja, hier, das war irgendwie, das ging um die Debt Ceiling wahrscheinlich. Und Pelosi sitzt da und sie ist ja auch bekannt alsjenige, welche, die da in diesem Zusammenhang eventuell sich ein bisschen Insiderhandel und dergleichen entsprechend schuldig gemacht hat. Und also, ich habe hier in dem Zusammenhang, well, Tesla Dividend come in over weekend, you know, I want you to get us in between 740, 750. Also, ich habe zum Spaß gesagt, long gegen 47, 57. We should expect crushing earnings later in October, durch die Delivery Numbers sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich habe auch geschrieben, zum Beispiel, also Target 900, das ist eine etwas längerfristige Position an der Stelle auf der Oberseite, sell some November, December 730 Puts. Also das heißt, zwecks Cashflow, dass man eben einen Strike 37 verkauft,
Ja, November, Dezember Puts ist an der Stelle. Der eine oder andere, der wird es vielleicht auch ein bisschen kurzfristiger halten auf die Delivery Numbers. Ein aktiverer Trader, der wird vielleicht sagen, können wir auch eigentlich die Puts nehmen, die diese Woche auslaufen. Also man kann allerdings hieran auch schon entsprechend sehen, was ich gerade geschildert habe. Das spiegelt sich in diesem Tweet ehrlich gesagt wieder, den ich nur als Spaß gemeint habe. Aber ja, wo Rauch ist, ist in dem Fall eben manchmal bei mir eben noch ein bisschen Feuer. Also das heißt, das, was ich hier schreibe, das ist im Endeffekt genau das, was ich gerade hier skizziert habe, in Erwartung eben dieser Delivery Numbers. Und wie gesagt, also an diesem Tweet beispielsweise kann man absehen, dass ich nicht wirklich den Drop unter die 700 sehe. Wenn er folgen sollte, dann würde sich mein Bild natürlich konsequent verändern. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg und vor dem Hintergrund der derzeitigen Zahlen. Tesla ist das eigentlich eher nicht zu erwarten, dass sich das Bild derart bärisch darstellt. Dann noch ein Blick auf Moderna. Wie gesagt, Merck hat letzte Woche, ach, Moderna habe ich schon drin. Moment. Ach, da ist es. Okay, war es gut. Also Merck hat letzte Woche den Tweet lassen wir mal. Ein bisschen was zum Spaß. Merck Covid. Die Covid-Pill. Mal kurz gucken, haben wir hier ein Merck and Richback Investment? Ja, obwohl, hier direkt die Webseite von Merck. Da können wir doch die offizielle Quelle nehmen. Also, das hat ziemlich Staub aufgewirbelt am Freitag. Diese Arznei, die da, wie gesagt, zum Thema gemacht worden ist: Merck and Richback's Investigational Oral Antiviral Molnupiravir reduced the risk of hospitalization or death by approximately 50% compared to placebo. For patients with mild or moderate COVID-19 in positive interim of Phase 3 Study. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die sind jetzt in einem Zulassungsverfahren für ein Medikament, also eine oral, also verabreichte, zu schluckende Pille in Anführungsstrichen, die die Wahrscheinlichkeit eines schweren mit sogar Tod Verlaufes, wenn man sich mit Covid eben infiziert hat, um durchschnittlich 50% eben wohl reduziert. Ich habe diesen Datensatz nicht komplett durchgelesen, aber wie gesagt, ich hatte auf diese Kursentwicklung, ich war überrascht, ehrlich gesagt, dass sich da Moderna, BioNTech, beispielsweise auch Novavax oder auch, will die war nicht ganz so, aber wollen wir ganz kurz gucken, unter Druck waren die schon, also Novavax können wir hier sehen, ist unter 200 gefallen. Also das war ein richtiges Massaker teilweise, was da stattgefunden hat. Also die Aktie ist in der Spitze hier bis 160 verkauft worden. Hat dann eine sehr scharfe Gegenbewegung gesehen, konnte WeWop auch halten in den Schluss hinein. Mal gucken, wenn die Aktie jetzt hier die 180 zurückerobert an der Stelle, roundabout, könnte das vielleicht ein Bounce sein, der uns Richtung 200 und zurück darüber führt. Wollen wir einen kurzen Blick drauf werfen? 5 Minuten, guck mal kurz. Ein Augenblick. Was haben wir jetzt hier? 1. Oktober. Ja, hat Abgabedruck gesehen, war jetzt allerdings war im Rahmen. Also, es war jetzt nicht dramatisch gefühlt, ehrlich gesagt. Naja, 50 Cent, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, auf jeden Fall haben die Impfstoffhersteller ziemlich Abgabedruck gesehen durch eben diese Pille, die Merck da, wie gesagt, ziemlich auf den Weg gebracht hat. Die Sache ist jetzt allerdings die, ich habe, wie gesagt, mit diesem Pharmazeut gesprochen, der hat das auch gesehen und der hat gesagt, also was hier betrachtet worden ist, die Menge, also die zeigt, also ich würde jetzt mal so seine Worte interpretieren, sie ist nicht unüblich, aber sie ist doch nicht groß genug, dass das als imposant herausgestellt werden sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Impfstoff mit über 20.000 Leuten teste, dann ist das einfach mal eine komplett andere Hausnummer, als wenn ich hier anhalten von 600, 700 Patienten im Grunde genommen solch ein Medikament eben teste. Und das ist eben etwas, was dann so ein bisschen die Frage aufwirft, ob diese Korrekturbewegung nicht ein bisschen in Anführungsstrichen overdone ist. Also, das ist nicht eine scharfe Übertreibung vielleicht ist. Moderna ist besonders interessant, weil die ja auch einen ziemlichen High-Beta-Stock-Charakter hat und Momentum-Charakter einfach hat. Also das heißt, Bewegungen sind hier jetzt teilweise sehr, sehr stark. Momentum, Hedgefonds beispielsweise, die dann entsprechend eben stärkeren Abgabedruck initiieren oder beziehungsweise auch stärkere Trends auf der Oberseite eben einleiten. Und jetzt, wie gesagt, die technischen Gegebenheiten, die sind ganz interessant in der Aktie, weil wir brauchen da nicht zwangsläufig einen News Catalyst an der Stelle, sondern wir haben einfach durch den Umstand, dass es sich um eine klassische Momentum-Aktie handelt, eigentlich genügend Action an der Stelle. Und jetzt haben wir in dieser Konstellation eben so durch diesen
verhaltenen Schluss am Freitag, diesen kurzen Drop hier unter diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat als Gegenbewegung, haben wir nochmal das Potenzial für einen kurzen Flush, der sich vielleicht eben hier zeigt. Aber hier kann man nämlich auch sehen, das war so dieser Konsolidierungsbereich, nachdem es dann derart scharf abwärts ging. Also dieses Gap-Down sich herauskristallisiert an den schwachen Vorgaben. Also die Aktie, die kommt hier auf der Oberseite von 385, ist im Tief gehandelt worden bei 330. Also das heißt zeitweise fast 15% unter Druck, 20%. Also das war wirklich eine Riesenbewegung, die da auf den Weg gebracht worden ist. Hätte auch den, oder vielleicht hat es sogar den einen oder anderen, das erklärt dann auch hier entsprechend die Gegenbewegung, Marktteilnehmer vielleicht schon auf den Plan gerückt, weil das nämlich eine übergeordnete Trendlinie war, die auch fast punktgenau da getroffen wurde. So. Da kann man es hier erkennen, wenn man diese Trendlinie entsprechend in den Chart legt. Und so, nunmehr, also Folgendes, und zwar, wir haben jetzt durch diesen eher verhaltenen Schluss in den letzten Wochenschluss hinein, trotz der Gegenbewegung, die initiiert worden ist, haben wir ein Flush-Potenzial auf der Unterseite mit einem klaren Key-Level aber, und zwar hier um 3,30. Wenn wir jetzt schwach reinkommen in den Tag, aber die 3,30 halten können, dann bilden wir an der Stelle ein höheres Tief aus und haben an dieser Stelle möglicherweise schon eine erste Möglichkeit, uns long zu positionieren und dann auf der Oberseite sagen wir einfach, zeichnen das mal ganz kurz hier ein, also 3,30, so als, ich nenne es mal Flush-Tief, so, auch mit einem klaren Level, gegen das wir riskieren wollen vielleicht, also der eine oder andere, der wird dann an der Stelle sagen, naja, wenn wir jetzt nochmal tiefere Tiefs markieren, möchte ich eigentlich ungern long sein weiterhin. Also du hast hier den ersten Bereich und sollte es dann, und das ist kein Intraday-Trade zwangsläufig, also ich würde das tatsächlich sagen, den würde ich vielleicht sogar als Swing aufsetzen, in Erwartung, dass es zu einer Rückbewegung kommt, bis in Gefilde um 3,80, vielleicht sogar 3,90. Das ist hier dieser Bereich, 3,75 ist es. Das wäre so ein erstes kurzfristiges Ziel, was wir dort anvisieren könnten für so eine Swing-Position. Also kurzer Flush, 3,30 kann gehalten werden, erster kleiner Long, Stop gegen die Tiefs und würden dann gegen hier diesen Bereich nicht nur eine Long auf den Weg bringen, sondern auch erwarten, dass es dann zu einem Rücklauf über und Schluss oberhalb von 3,50 kommt. Und wenn wir diesen Bereich da oberhalb schließen, dann haben wir durchaus Potenzial, recht zügig Richtung 3,75, 3,80 zurückzulaufen. Weil eben nochmal diese News eigentlich jetzt nicht so diese Abwärtsbewegung hier eben tatsächlich rechtfertigt. Also gefühlt jedenfalls. Also wenn ich mir jetzt diese Heftigkeit auf dieses Covid-Medikament eben tatsächlich anschaue, die diese Bewegung hauptsächlich getragen hat und woher diese eben resultierte. Also klares technisches Level, 3,30, diese Region, gucken wir zur Eröffnung, wenn dieser Bereich gehalten werden kann. Wir können mal kurz gucken, auch in der Vorbörse, Moderna, hier, wo stehen wir? Ziemlich genau in dem Bereich. Ziemlich genau in diesem Bereich. Also komm schwach rein, Flush ist da. Und jetzt haben wir eigentlich ein klares Level. Also wir wollen jetzt, wir sehen auch hier der VWAP zum Beispiel, das ist diese gleitende Durchschnittslinie, oder dieser volumengewichtete Durchschnittspreis, besser formuliert. Wenn wir diese Tiefs halten und es dann oberhalb von VWAP stabilisieren können, korrespondierend mit folglich einem Halten oberhalb von 3,30, dann ist das ein durchaus positives Signal, was eben zeigt, dass wir nach unten wahrscheinlich fertig sind. Und dann kommt es eben hier zur Frage, gelingt es jetzt, dann an der Stelle eben die 3,48 zurückzuerobern? Erstes positives Signal mit Sicherheit wäre, wenn wir jetzt den 2-Tages-VWAP hier zurückerobern würden. Das ist der Durchschnittspreis der letzten zwei Handelstage. Das ist dann ungefähr der Bereich 3,39, 3,40 ungefähr. Schluss ganz besonders oberhalb von 3,50 öffnet die Tür bis 3,75, 3,80. Vorausgesetzt, es bleibt ruhig und dergleichen. Aber zumindest haben wir jetzt hier auf der Unterseite erstmal ein Level, gegen das wir riskieren können, 3,30 eben. Ja, also das sind auf jeden Fall zwei Einzeltitel, die man auch durchaus auf dem Schirm haben sollte. Ja, bitte sogar. Also die Frage hier ist, darf man Fragen stellen zu Aktien? Bitte, auf jeden Fall. Also wenn die Titel nicht zu esoterisch sind tatsächlich, also es gibt sicherlich auch Titel, die hier im Falle von Markets dann gar nicht angeboten werden. Also da hatten wir jetzt letzte Woche zum Beispiel eine Frage zu Windeln zum Beispiel. Also Unternehmen Windeln SE ist ein klassischer Penny-Stock und ausgehend eben von auch dem dünnen Volumen ist es da sehr, sehr, nicht nur schwierig, entsprechend im börslichen Handel einen Markt finden, sondern auch über einen entsprechenden Liquiditätsprovider da überhaupt ein sauberes Pricing eben dann an der Stelle zu gewährleisten. Und deswegen macht das keinen Sinn, so eine Aktie anzubieten. Aber mal gucken. Hannover Rück, die dürften wir haben. Scheiße.
So, und zwar hat ein offenes Gap, nach oben. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Also hier können wir das Gap sehen. Jetzt muss ich mal gucken, also welche Zeitebene wäre es denn, wo dieses Gap aufgetreten ist? Also aktuell kann man ja hier sehen, ich bin nicht so tief in der Materie drin. Ich müsste jetzt mal gucken. Könnte mir aber vorstellen, dass das eventuell hier, obwohl, Moment mal. Ich sehe gerade. Einen Augenblick. Ein Moment. Ich muss mal ganz kurz, müssen uns ganz kurz mal hier behelfen. Da fehlt ein bisschen Kurshistorie an der Stelle. Ist nicht bei allen, aber bei einigen. So, Hannover. Und das habe ich jetzt draufgeklickt? Ja, habe ich. So, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Da sehe ich auch das Gap oben. Ja, also der Umstand hier, das ist im Demo, da fehlt bei dem einen oder anderen Titel, fehlt Kurshistorie. Deswegen sah das gerade so komisch aus. Ich habe dann festgestellt hier, das dürfte dann dieses Gap sein, 158 ungefähr. Ich vermute mal, die Frage wird sein, ob wir eine Chance haben, dieses Gap zu schließen. Ne? Also vermute ich mal. Also ich würde mal sagen, sieht zumindest sehr stark aus. Was auch immer das jetzt hier für ein Grund war, dieses Gap Down, eventuell ein Earnings Release oder dergleichen. Also ich habe, wie gesagt, hauptsächlich die US-Equities auf dem Schirm. Deswegen kann ich dazu nicht sagen, ob das jetzt hier durch Earnings eben initiiert worden ist oder dergleichen. Aber also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir dieses Gap zunächst einmal offensichtlich geschlossen haben und relativ zügig vor allem. Also wir haben Gap Down gesehen vom 30. September zum 1. Das ist ein 5-Minuten-Chart hier oben. Und wir sind eben dann schon am Freitag, haben dieses bärische Gap geschlossen, was ein stark bullisches Signal ist, meiner Einschätzung nach. Und wenn es jetzt gelingen sollte, hier ganz besonders, wenn wir oberhalb von 156 ist es, rund, schließen, ich glaube, dann spricht recht wenig dagegen, warum wir nicht dieses Gap schließen sollen. Also bei 158, ja, ich glaube, die $2, die könnten wir dann durchaus noch machen. Also Key Level ist sicherlich hier die 156, stark bullische Reaktion nach dem Gap Down hier zum Quartalsbeginn. Starker Aufwärtstrend, der sich herauskristallisiert. Ich würde mal sagen, 152 Eroberung halten ist ein stark positives Signal. Also ich denke, hat eine verhältnismäßig gute Chance gerade, diesen Gap Close zu verziehen. Ja, das zu den Einzeltiteln. Das zu den Einzeltiteln. Kurzer Blick vielleicht auf Devisen, die sind jetzt nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Euro hat es geschafft, hier die 1,16 kurzfristig jedenfalls zurückzuerobern. Das Bild hat sich zwar noch nicht aufgehellt, aber der Modus ist auf der Unterseite doch vielleicht ein bisschen arg heiß gelaufen. Eventuell stehen wir jetzt hier vor einer Korrekturbewegung, die uns zurückführt in Richtung dieser Trendlinie. Mal gucken, Region roundabout. Ja, vielleicht 1670. Ich muss allerdings gestehen, ich habe so ein bisschen Zweifel, ob es wirklich hier gelingen will oder gelingen wird, einen deutlichen Rücklauf über die 1,17 zu initiieren, weil das übergeordnete Bild doch für den Euro alles in allem alles andere als prosperierend sein dürfte. Das gilt auch ganz besonders vor dem Hintergrund jetzt nicht nur der politischen Entwicklung in Deutschland und der politischen Hängepartie. Ich habe es überhaupt nicht verfolgt übrigens. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist Sondierung. Ja, man setzt sich jetzt zusammen. Ich frage mich, ob die sich nicht vorher da schon Gedanken in irgendeiner Form dazu gemacht haben und wie solche Gespräche dann überhaupt ablaufen. Ich will es wahrscheinlich auch gar nicht wissen. So spannend werden die nie sein. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das natürlich jetzt die politische Hängepartie in Deutschland, größte Volkswirtschaft der Eurozone, jetzt nicht so günstig eben tatsächlich dann für den Euro sein dürfte. Plus ergänzend dazu hauptsächlich noch viel mehr. Politische Börsen sagt man ja nicht umsonst, haben gemeinhin kurze Beine. Es ist dann so, dass wir einfach mal in dieser Konstellation eben auch einen Vorteil für den US-Dollar insgesamt sehen, durch die anziehenden Zinsen, Inflationserwartungen und dergleichen, das Zinsdifferenzial, was sich eben zugunsten des US-Dollars ausweitet, was dann auch diese Bewegung sicherlich hier mitträgt. Schauen wir mal, ob es gelingt, jetzt die 16,30 zurückzuerobern. Eventuell rollen wir auch gegen diesen Bereich über. Kurzfristig auf jeden Fall haben wir vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Allerdings wird diese dünner. Chance-Risiko-Verhältnis ist technisch, wäre ich vorsichtig mit Long-Engagements im Euro, sofern ich mich hier eben positionieren würde.
Fertig. Ja, fertig. Mehr gibt's zum Euro nicht zu sagen. Beziehungsweise zum Euro-US-Dollar. Gold hat sich auch mehr und mehr eigentlich verhältnismäßig unspektakulär jetzt präsentiert. Ich guck mal ganz kurz noch was anderes. Okay, Bitcoin haben wir gleich auf jeden Fall im Augenblick. Das lohnt auf jeden Fall. Also, Gold, ja, groß spektakulär hat sich das Bild nicht verändert, ehrlich gesprochen. Also, wir haben es jetzt geschafft, erstmal diesen kurzfristig bärischen Modus hier aufzulösen. Wir haben in den letzten Quartalsschluss hinein diese Trendlinie brechen können, haben eben jetzt auch oberhalb von 1,57 uns halten können. Sehen jetzt nochmal stärkeren Abgabedruck in den Wochenstart hinein. Hauptgrund, weniger eigentlich der Zins. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die 10-jährigen Zinsen. So, DAX wieder hier oberhalb von 15,140. Ja, leicht anziehende Zinsen, ist das dramatisch? Naja, 3 Basispunkte, weiß ich jetzt nicht. Ob ich das jetzt also dramatisch erachten würde, wie gesagt, also aktuell scheint sich das wieder los abgekoppelt haben voneinander, weil wenn wir parallel dazu den Euro zum US-Dollar sehen, dann sehen wir ja, dass der US-Dollar auf breiter Front jetzt aktuell nicht so stark sich performend präsentiert und demnach also hier die Korrelation weniger eigentlich US-Dollar zinstechnisch getrieben als irgendein anderer möglicher Abgabedrucktreiber sich eben hier widerspiegelt. Schauen wir mal. Also so würde ich es jetzt aktuell wahrscheinlich halten. Schauen wir mal, ob wir die 1750 halten können. Wenn das gelingen sollte, wenn das jetzt ein kurzer Flashout war. Wir sehen ja, dieses Konsolidierungstief von Freitag, das wurde jetzt knapp unterschritten. Wir sind relativ zügig zurückgekauft worden. Wenn es jetzt gelingen sollte, uns oberhalb hier stabilisieren, konsolidieren zu lassen, beziehungsweise vielleicht für einen Tagesschluss oberhalb von 1756, 1757 sehen, dann könnte das sein, dass es das auf der Unterseite auch schon war und dass wir uns dann eher wieder in Richtung 1780 eben bewegen. Vielleicht dann auch Hand in Hand gehend mit einer kurzzeitigen Korrekturbewegung, die wir im US-Dollar einfach sehen. Aber charttechnisch ist die Konstellation jetzt hier nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Ich habe gerade gesehen, eine Frage nach einigen Minenbetreibern. Deswegen bietet es sich vielleicht an, mal ganz kurz da einen Blick drauf zu schauen. Fragen zu Minenaktien, besonders Silber. Silber ist ja jetzt in den letzten Tagen ganz gut gelaufen, die Aktie hingegen nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch beobachtet. Also, das heißt, in Minenbetreibern zum Beispiel, ich gucke mal ganz kurz. Moment. Pan American Silver zum Beispiel. Nehmen wir mal die als Beispiel, weil die auch genannt ist. Genau, First Majestic können wir auch nehmen. Wir nehmen mal Pan American. Hier. Das ist eine sehr gute Frage. Sage ich ganz ehrlich, ist eine sehr gute Frage, warum die Minenbetreiber nicht gut laufen. Das gleiche gilt auch im Hinblick beispielsweise für Barrick. Also wir können das Ganze, wir haben jetzt hier einen Silber. Minenbetreiber, wir können auch auf Barrick Gold zum Beispiel gucken. Das ist eine Katastrophe. Also nett formuliert ist das eine Katastrophe. Ich meine, ich bin ja durchaus bullisch, global, makroökonomisch hier für Gold, ausgehend von der aktuellen Gesamtkonstellation. Und ich denke auch, dass sich das früher oder später auflösen wird. Aber dass die Einzeltitel sich derart schwach präsentieren, das ist erstaunlich. Also wirklich erstaunlich. Und sorgt auch ein bisschen für Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, weil man erinnert sich mal dran, ich hatte vor. Boah, wie lange ist es her? Ja, anderthalb ungefähr. Im Hinblick auf beispielsweise Minenbetreiber auch in Kanada hat man das zum Thema gemacht. Die Option ja hier ins Feld geführt. Ich glaube damals auch in einem Spezial-Gold-Tutorial, was wir gemacht haben. Gold bis 10.000, glaube ich, hieß das. Das musste man mal gucken bei mir im YouTube-Kanal. Das ist noch aus dem Vorjahr. Das ist schon ein bisschen älter. Aber da hatte ich auch die Möglichkeit zum Thema gemacht, dass es ja eventuell Enteignung geben könnte in diesem Bereich. Also durchaus, man erinnere sich dran, das hatte ich ausgehend von dem Umstand abgeleitet, dass wir in Kanada plötzlich Minenbetreiber als Essential betrachtet haben. Also Essential, und das hat überrascht, weil Essential bezog sich eben beispielsweise auf jene Unternehmen, die im Falle eines erneuten Lockdowns dann weiter eben Unterstützung seitens des Staates erfahren dürfen oder eben als essentiell für eben das Fortbestehen auch einer Volkswirtschaft und dergleichen betrachtet werden. Und das hat ein bisschen überrascht, weil ehrlich gesagt, im Falle einer Pandemie würde ich jetzt nicht erwarten, dass ein Minenbetreiber plötzlich als essentiell betrachtet wird. Außer natürlich, ich versuche alles in meiner Macht Stehende, genau diesen Zustand herbeizuführen, um eine Notsituation für diese Minenbetreiber infolge eines Lockdowns zu provozieren. Man
spekuliere einfach mal in diese Richtung und mich dann hinzustellen als der Retter, der weiße Ritter, der im Grunde genommen sagt, macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns um euch und dann auf diesem Weg mehr oder minder durch die Hintertür eine Verstaatlichung dieses Unternehmens auf den Weg bringe. Was auch immer der Grund sein könnte, sollte. Wenn wir uns vor Augen führen allerdings, dass unser Fiat-Geldsystem auf den letzten Metern eventuell sich bewegt, also das gilt ja nicht nur für den Euro, das gilt ja auch für andere Währungen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, der kanadische Dollar in diesem Zusammenhang beispielsweise, die massive Manipulation, auch hier der Anleihemärkte, also rund um den Globus findet QE in ungekanntem Ausmaß eben tatsächlich statt, immer mehr Liquidität und um dieses Fiat-Geldsystem, Querstrich dieses Ponzi-Scheme im Grunde genommen am Laufen zu halten. Und wenn du dann auf dem Weg dich befindest, auf den letzten Metern und eben planst, eine neue digitale Währung vielleicht einzuführen, Central Bank Digital Currency, CBDC, ist dann die Abkürzung CBDC. Und du planst vielleicht diese entsprechend mit beispielsweise Gold zu unterlegen, dann macht es sich durchaus, dann scheint es durchaus Sinn zu bringen, solche Verstaatlichungsfantasien oder eine Verstaatlichung solcher Minenbetreiber beispielsweise durch die Hintertür auf den Weg zu bringen. Das ist eine sehr weitgehende Spekulation, ohne Frage, aber das ist ein Gedanke, der mich kontinuierlich verfolgt, weil ich eben sagen muss, ich verstehe zum einen nicht, weswegen Edelmetalle generell, also ich meine gut, wir schauen den Papiermarkt an, aber nichtsdestotrotz, der Preis für physisches Metall, dass jenes, welche Goldbarren, Silber und dergleichen ich bei Degussa oder bei Proaurum oder sowas hierzulande kaufe, das orientiert sich am Future-Markt bzw. am Papierpreis. Dass es dazu eine Abkopplung kommt, das kann man zwar erkennen, aber nichtsdestotrotz ist diese Underperformance vor dem Hintergrund der immer weiter sich ausdehnenden Schuldenblase bei zeitgleich geldpolitischer Finanzierung dieser Schulden eben, also durch die Notenbankpresse, Stichwort Helikoptergeld, schon überraschend, dass da Edelmetalle überhaupt nicht positiv performen und auch, dass es eben beispielsweise trotz dieses sehr, sehr positiven fundamentalen Ausblicks, also ich habe jetzt hauptsächlich Goldminenbetreiber, dann in diesem Zusammenhang, aber die Profitabilität dieser aus rein fundamentaler Perspektive zeigt eben, dass diese Unternehmen eigentlich signifikant höher stehen sollten und dass sie es nicht tun. Wie gesagt, das sorgt für Stirnrunzeln. Und jetzt im Hinblick, wie gesagt, auf die jüngste Gegenbewegung, die wir in Silber zum Beispiel zu sehen bekommen haben, können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Da haben wir die 22 zurückerobern können. Positives Signal. Ich hatte das gesagt, wenn wir diese blaufarbene Linie hier brechen können, ist das ein erstes Signal. Wir haben diesen Bereich halten können, 22. Und jetzt, ja, also wir sind nicht off the races, aber wir haben zumindest mal dieses Flush-Out-Momentum hier auf der Unterseite. Wir haben diesen Bereich auf jeden Fall halten können. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir durchaus ein positives Bild zeichnen, ganz besonders, wenn es dann früher oder später hier wiederum zur Rückeroberung dann der 23er-Markt ist es an der Stelle eben tatsächlich kommen sollte, dann sind wir immer noch nicht über dem Berg, weil dann haben wir auch noch diesen übergeordneten Abwärtstrend, diese türkisfarbene Linie hier an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz, es fängt sich an, ein bisschen aufzuhellen, das Bild. Und das erwartest du dann eigentlich, dass sich das auch in den jeweiligen Minenbetreiber-Aktien widerspiegelt. Und dass wir das weder im Barrick sehen, im Hinblick jetzt auf Gold, aber ganz besonders vielleicht auch im Falle von Pan American Silver hier an der Stelle oder wie du eben beispielsweise auch schreibst, First Majestic oder Fresnillo, das ist schlichtweg einfach überraschend. Die Optimisten werden an der Stelle sagen, und zu denen zähle ich gemeinhin immer noch, auch wenn dieser etwas böse Gedanke sich in meinem Hinterkopf immer noch wiederfindet, aber die Optimisten sagen, wenn es dann früher oder später zu einer Rückkehr zum fundamentalen, gerechtfertigten Niveau kommt, dann haben solche Titel potenziell massives bullisches Outperformance-Potenzial. Und wir sehen auch hier zum Beispiel ehemalige Hochs. Das waren Hochs, die wir kurz vor Corona ausgebildet haben. Dann gab es eben diese in Anführungsstrichen Crash-Tiefs. Und dann gab es eben hier einen massiven Run auf der Oberseite, der uns bis $40 in dem Fall der Aktie geführt hat. Das war eine Verdoppelung der Aktie ausgehend von den Breakout-Niveaus, beziehungsweise hier, das war sogar eine Vervierfachung der Kursniveaus. Das ist durchaus auch denkbar, wenn wir uns gegen diesen Bereich jetzt hier stabilisieren können, diese Hochs, das ist durchaus dann auch ein ernstzunehmendes Szenario, besonders nach dieser lang Konsolidierung, die hier stattfindet, welches wir auf der Oberseite für die Aktie eventuell erwarten können. Aber nichtsdestotrotz, du willst wahrscheinlich eher erstmal abwarten, dass diese Abwärtssequenz auch hier gebrochen wird und dass dann in dem Fall ein klares Signal seitens des Marktes gesendet wird. Wie gesagt, das, was wir derzeit hier zu sehen bekommen, das ist alles andere als stark, das ist eher relative Schwäche. Und da möchtest du eher ein Signal sehen, dass wir jetzt dann auch oberhalb von $23, $24 wahrscheinlich erstmal einen Tagesschluss zu sehen bekommen, uns oberhalb dieser Niveaus stabilisieren und dann eventuell beginnen, langsam aber sicher eine bullische
bullische Drift eben entsprechend auf den Weg zu bringen. Ja, kurzfristig natürlich. Also, ja, ist richtig, ja, Silber gut gelaufen, wie gesagt. Also, gut gelaufen bezieht sich jetzt auf die letzten Tage. Also, und diese Rückeroberung der 22er-Marke. Also, das waren Szenarios, das hatten wir hier im Morning Meeting zum Thema gemacht gehabt. Und das ist das, was mit gut gelaufen gemeint ist. Also, das ist nicht das übergeordnete Bild. Also, die letzten Monate sind schon sehr durchwachsen. Das steht schon außer Frage. Aber es werden erste positive Signale eben gesendet, die eben, wie gesagt, von den Minenbetreibern nicht wiedergespiegelt wird. Und das ist schon etwas, das vor allem vor dem Hintergrund, dass die Chance-Risiko-Verhältnisse natürlich in diesen aktuellen Gefilden super attraktiv sich darstellen. Und diese Unmengen an Liquidität, die zur Verfügung sind, findet man schon irgendwie, findet man sicherlich seltsam schlichtweg einfach, dass da nicht verstärkte Nachfrage reinkommt, sondern dass man eher trotz anziehender Inflationserwartungen und somit erwartender auch negativer Realverzinsung, die dann sich preislich entsprechend in steigenden Edelmetallpreisen und folglich in größeren Gewinnmargen für diese Minenbetreiber widerspiegeln, dass stattdessen eben eher diese Growth-Titel im Mittelpunkt des Geschehens, wie beispielsweise Momentum-Titel wie Tesla oder Moderna liegen, ganz besonders Tesla, wo man eigentlich eher erwarten würde, dass genau dieser Inflationsausblick eigentlich eher sich negativ entsprechend auf die Kursentwicklung auswirken würde. Aber wie sagte Jesse Livermore in dem Zusammenhang, it was not my, it was my sitting tight. Das Sitting tight, die Geduld, auf den Händen sitzen. Bei solchen Investments vielleicht, die man längerfristig jetzt im Portfolio hält, die man beigemischt hat, beispielsweise als Antizykler einfach, um sich für die potenziell abzeichnende stagflationären Entwicklung eben abzusichern. Ich denke, man ist da nicht unbedingt auf der falschen Seite in diesen Titeln. Ganz kurz noch final Bitcoin-Einblick. Bitcoin, 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 Bitcoin. Hier ist Bitcoin. Wir hatten ein bullisches Bild gezeichnet, oder? Also ich bin mir sogar fast sicher, dass wir eins gezeichnet hatten nach dem Break über hier diesen Bereich. Ich muss allerdings meine Gedanken wirklich nochmal, hatten wir, glaube ich, gesagt, ne? Diesen Breakout höher. Ich glaube, ich am Freitag hatten wir ein bullisches Bild gezeichnet. Auf jeden Fall, es ist soweit erstmal angelaufen. Wir sind den Zielbereich hier abgelaufen bis 48 ungefähr. Konsolidieren jetzt in diesem Bereich aktuell. Wahrscheinlich mit Break höher über die 48, 48,2, Rücklauf über 50 denkbar. Also vielleicht sogar 52.000 in den kommenden Tagen. Das ist jetzt ganz kurzbündig. Und ich bin da so lange long, wie wir hier diesen Bereich über dieses, nennen wir es mal, Zwischentief, was sich ausgebildet hat am Freitagnachmittag, frühen Abend, eben den Bereich 46,7, 46,8 eben halten können. So, ja, nunmehr wäre es das meinerseits gewesen. Ich sehe schon wieder die Bitrate. Hier die Übertragungsrate, die geht wieder so ein bisschen runter, aus welchen Gründen auch immer. Also es schwankt ein bisschen, aber ich hoffe, dass die Übertragung dennoch an die Bildschirme da draußen in der Welt, dass die gut ist. Ich wünsche euch Happy Trading. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, habt ihr Fragen zu Einzeltiteln, die euch interessieren, lasst mich das gerne einmal wissen. Schreibt es entweder mir via Twitter, per Mail oder in die Chatbox unterhalb des Videos, hier live. Ihr könnt das natürlich auch machen, wenn ihr dann dabei seid beim Morning Meeting. Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, als wie gesagt, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Und soweit meinerseits also. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.